Morgen! Heute möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen für diejenigen Menschen, die gerne auf Rohkost umstellen wollen, aber für die das noch nicht ganz so einfach ist. Und ich möchte heute einen Tipp verbinden mit einem der vollwertigsten und preiswertesten Lebensmittel, die wir hier in Deutschland zur Verfügung haben. Und das ist die Möhre. Oder manche sagen ja auch Karotte zu ihr. Als erstes, mir ist bewusst, dass die Rohkost für viele sehr, sehr reizvoll erscheint, diese 100% Rohkost. Aber bitte stresst euch deswegen nicht. Stresst euch auf keinen Fall nicht deshalb, weil ihr nicht perfekt seid. Es ist immer ein Prozess, seine Ernährung umzustellen. Und auf so eine sehr ungewohnte Ernährungsform wie die Rohkost, das dauert seine Zeit. Das war bei mir nicht anders. Und auch ich esse nicht 100% Rohkost. Zu Hause ja, aber wenn ich mal unterwegs bin und ein Brötchen esse, dann esse ich halt ein Brötchen. Das heißt, ja, versucht da wirklich ein bisschen etwas geistige Entspannung in euren Kopf zu bekommen. So, aber nun fangen wir an, weil die Möhre an sich ist was sehr, sehr Leckeres. Aber die meisten, denen fehlt dann irgendwas Gewohntes. Und das ist meistens Zucker oder das Salz, also diese Würzungen. Und heute zeige ich euch einen einfachen Trick, wie ihr sehr viele Möhren sehr lecker und einfach zubereiten könnt und quasi rohköstlich so zu euch nimmt. Mit einem ganz kleinen Trick. Ich zeige euch das, das wird auch nicht lange dauern. Also fangen wir an. Als erstes mal der Hinweis, bei Möhren oder auch bei Gurken, da ist das so, dass wenn Schadstoffe enthalten sind, dass sie meistens hier an der Stelle enthalten sind. Ich habe eine Zeit lang das einfach immer mitgegessen, weil ich es nicht wegschmeißen wollte. Aber dann habe ich mich halt informiert bzw. gelesen, dass genau an dem Ansatz, an der Verbindung zur Frucht, zum Gemüse, hier halt die Schadstoffkonzentration am höchsten sind. Und deswegen schneide ich oben dieses Stück immer ab. Und bei mir wird es auch nicht weggeschmissen, sondern es kommt auf den Kompost und wird wieder zur neuen Erde und in meinem Garten wachsen neue Dinge dadurch. Also das nur als Information. Gut, schneide ich mal. Und da wir das dann snacken wollen, schneiden wir die Möhren in Viertel. Das heißt, einmal für längs durchschneiden und dann einmal drehen und wieder für längs durchschneiden. Und die tun wir dann in eine Schüssel. Das ist wichtig, weil, ja, das kommt dann. Da kommt der kleine Tipp, den ich euch geben möchte. Also immer so für längs durchschneiden. Und ihr werdet sehen, ihr seid ja jetzt live dabei, dass das überhaupt nicht lange dauert. Wenn die zu lang sind oder wenn ihr für euch, ihr mögt die lieber mehr als Sticks essen, dann einmal noch in der Mitte durchschneiden. Eigentlich eine gute Idee. Für die langen hier einfach wieder einmal durchschneiden. Das geht auch ratzfatz mit den Möhren. Und ihr habt ja gesehen, das war ja, wahrscheinlich ungefähr fast ein Kilo Möhren. Und einfach schneiden, schneiden. Übrigens, ich empfehle euch, weil ich bei vielen Menschen sehe, dass sie irgendwelche stumpfen Messer haben, kauft euch einmal ein gutes Messer. Ich empfehle wirklich das hier, ich habe das mir damals gekauft, ich habe das seit Jahren, das ist gar nicht so teuer, also das kostet glaube ich unter 100 Euro auf jeden Fall und das leistet mir seit Jahren super Dienste, immer mal nachschärfen mit Schleifstein, ich habe dazu auch schon mal ein eigenes Video gemacht, nicht mit einem Schleifstab, weil der Schleifstab ist kein, also damit schleift ihr nicht, damit entgratet ihr nur, so, aber wie gesagt, also einmal ein gutes Messer und spart euch so viel. Es ist stressfreier, ihr spart Geld damit, weil ihr mit der Zeit was anderes machen könnt. Ja. So, jetzt habt ihr einen, das geht ja total schnell, das habt ihr gesehen, einen kompletten Topf oder eine Schüssel voll dieser Möhrensticks. So, und wer jetzt komplette Rohkost umstellen will, der sagt, ja, da fehlt irgendwas, da fehlt irgendwas. Und dann macht ihr jetzt einen ganz einfachen Trick, der ist wirklich so mega einfach und trotzdem so effektiv. Ihr nehmt Sojasauce. Entweder nehmt wie ich jetzt hier diese Salzreduzierte, die mir jemand von euch geschenkt hat, ansonsten nehme ich die billigste Sojasauce, die es gibt. Und dann macht ihr wirklich einen ganz kleinen Schwapp rein. Wirklich einen ganz kleinen Schwapp. Nehmt den Deckel
und dann macht ihr ein kleines Workout für eure Arbeit. Und dann habt ihr um jede Möhre so einen ganz leichten Sojafilm, so einen ganz leichten, ihr könnt euch noch ein paar weniger reinmachen, je nachdem wie es euch gut, dann da schmeckt ihr plötzlich wie gewohnt, also nicht so rohköstlich mit der Möhre, sondern ihr habt einen Übergang, ihr habt nur das leicht Salzige. Und so, wenn ihr so präsentiert, schaltet das schon zweimal, die Leute sagen, boah, was hast du mit den Möhren gemacht? Und nicht, ich habe ein bisschen Sojasauce und gemacht, das ist wirklich total wenig auf ein Kilo Möhren. Das wäre mein Tipp und wünsche euch viel Erfolg im Übergang zur Rohkost.